Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ich mag Spiele. Hier sind Fabian und Colin. Hallo. Und wir sind bei Teil 5 von Ori and the Blind Forest und wir wollen die Wasserader zurückbringen. Und da machen wir uns direkt auf den Weg. Weil wir haben den Gumo, der hat uns hier reingeschmissen eigentlich. Aber da haben wir ihn gerettet, weil er zerdrückt wurde von dem Stein. Ja, also es zeigt auf jeden Fall, der Gumo ist doch ein liebes, nettes Wesen. Ja, das ist einfach irgendwie, ja, aber... Und dann hat es uns halt als Dankeschön diese Kugel zurückgebracht, die Wasserart. Jetzt können wir das hier schaffen, sicher. Oh, Heidewitzka. Also... Erstmal weiter. Also das ist schon nicht ohne. Wirklich nicht. Feinde bekämpfen, klettern, rutschen, schießen, beschossen werden, ausweichen. Untergehen, um zu speichern. Ich glaube, wir sind gleich vorbei. Den letzten haben wir aber schnell besiegt. Gott sei Dank. Ja, mein Leben! Das hat sich ausgezahlt. Also ich erinnere mich auch noch, als wir dieses Spiel hier, also den ersten Ori-Teil, das erste Mal gespielt haben, da haben wir uns auch ziemlich schwer getan, was so die Lebensenergie und so anging. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, wir sind ja noch relativ am Anfang vom Spiel, du hast ja jetzt schon ziemlich viel Lebensenergie und immerhin auch schon 6 Mana-Punkte. Also da sieht man schon, das Spiel hat eine recht gute Lernkurve. Also das meine ich insofern, wenn man das Spiel halt ein bisschen kennt, dann erleichtert das viel. Also du weißt halt schon viel mehr, wie du springen musst. Du kennst so ein paar... Abschnitte, guck mal, auch hier, das ist auch nicht so ohne, dass du da im richtigen Moment unten den Sprung machst, um nicht in den Stacheln zu landen. Und hier ist er, den okay. Hier ausweist und dann so hier und dann so hier und dann so. So. Genau. Also Levelkenntnis, die sind hier definitiv von Vorteil. Und ich glaube, ich komme hier nicht hoch. Ja, sieht so aus. Ich mach mich auf den ganzen weiten Weg, um dann nicht hochzukommen. Gut, dass du doch nicht alles auswendig weißt. Au! Wird man einfach so von oben bombardiert? Wir brauchen mal wieder Mana. Hier kriegen wir Mana. Ach Gott sei Dank. Du willst Mana? Du kriegst Mana. Sehr gut. Ich weiß hier, irgendwo hier war auch noch ein Ding, wofür wir einen Doppelsprung brauchten. War. Ja. Das können wir schaffen. Das geht. Das geht. Na, ich glaube, das schaffen wir noch nicht. Und wir können nicht fliegen. Wir können nur länger und höher springen. Und nicht fliegen. Wir können nicht fliegen. Ich wiederhole. Wir können nicht fliegen. Ja. Okay, hier muss man wieder schnell sein. Gut, dass du da direkt auf die Idee gekommen bist, da an den Stein zu springen wieder mal. Ich hätte wahrscheinlich erstmal wieder versucht, da durchzusprinten und überhaupt hochzuspringen. Aber das hier war anscheinend genau der richtige Weg. Ich frage mich ja auch, als die das hier entwickelt haben, wie die das alles getestet haben und wie die Level-Designer da auf die Ideen gekommen sind, diese Vorsprünge und alles genau so zu machen. Wir haben 2. Das heißt, wir machen jetzt den Luftsprint. Können wir auch in der Luft sprinten. Das ist praktisch. Vorher konnten wir nur am Boden sprinten. Oh, ich weiß, wo wir sind. Wir sind in dem Hohlhain, bei dem Baum. Okay. Das ist ein Baum hier. Oh, hier. Wir sind gleich auch bei dem Ginsu-Baum. Ich erinnere mich nicht so wirklich. Ah, hier, an das Ding erinnere ich mich. Ja, an den. Das ist das Einzige, an das ich mich immer erinnere hier bislang. An diesen Wegweiser. Das ist das zweite Wegweiser. Oh, das ist gar nicht der erste. Verdammt nochmal. So viel zum Thema. Ich erinnere mich dran.
Die Schleime, die greife ich immer mit der Spezialattacke an, weil die sind einfach nervig. Warte, muss kurz was gucken. Kann ich? Ja, mit dem Luftsprint habe ich es geschafft. Oh ja, sehr gut, sehr, sehr gut. Mit einem Luftsprint kann man viele schaffen. Warum verändert sich jetzt die Musik so? Hat das was zu bedeuten? Nein, hat es nicht. Nur, dass ich hier jetzt alles auffülle. Weil ich glaube, wenn wir jetzt hier hochklettern, da sind wir beim Ginso-Baum. Und da wollen wir ja hin. Solche drehenden Dinger, die habe ich immer schon in Mario-Spielen gehasst. Die gab es auch immer so ähnlich in Bowsers Schlössern. Die hier sind gar nicht so schlimm. Die sind schön langsam. Jetzt der Luftsprint, der wird noch praktisch sein. Was ist das? Das hier ist der Ginso-Baum. Die Wasserader einfügen, sehr gut. Oh. Ginso-Baum ist offen. Okay, jetzt sind wir im Baum. Der Ginso-Baum. Ich glaube, das ist so eine Dungeon. Das Wasser von Nebel floss einst durch eben diesen Baum. Jetzt ist er verdorrt und von innen vertrocknet. Wir müssen den Fluss wiederherstellen und das Herz des Ginso-Baums finden. Okay. Und das ist, und wenn wir das geschafft haben, das klingt doch gut. Ich meine, diese Portale sind irgendwie interessant. Ja, sie tragen auf jeden Fall gut dazu bei, dass alles funktioniert. Ja, es sind auf jeden Fall sehr interessante Gameplay-Elemente, das stimmt. Mhm. Und? Hoppa. Wieso gibt's hier das Ding? Allerdings fürchte ich dann schon wieder, dass wir gut den Überblick behalten müssen, welche Portale einen wohin bringen. Noch geht es ja. Ich fürchte nur, es bleibt nicht. Ich kann nicht dieses so. Ding nicht angreifen. Ein Wesen, das unantastbar ist. Guck mal, hier geht es schon langsam los. So viele Portale, die es hier gibt. Aber das eine Portal, ich glaube, die Portale bringen einen nur gegenüber. Das Portal gegenüber, Portal, was auf der Seite ist, bringt einen auf. Ah. Okay. Wenn ich gucke, das Portal, die bringt mich hier hin. Ja. Ich glaube, die Portale, die bringen nur auf die andere Seite des Raumes immer. Noch. Noch. Das stimmt. Noch. Sicher noch. Und diese Gegner, solche umherwandernden Gegner, habe ich immer in Metroid schon nicht gerade geliebt. Schaff. Ich kann hier keine Verbindung machen, weil es instabil ist. Ja, es ist nicht stabil, aber... Hier oben, hier müssen wir hin. Hier oben müssen wir hin. Hier ist ganz sicher, was hier ist. Hier müssen wir hin. Oh, ich glaube, wir haben was übersprungen. Ich glaube, wir hätten eigentlich von da unten kommen sollen. Aber wieso? Wahrscheinlich war das irgendwie eine kleine Abkürzung. Vielleicht war es auch so geplant? Nein, es war eine Abkürzung. Wir haben eine Abkürzung genommen. Das ist gut. Also jetzt wird schon kompliziert. Guck dir das an. Ah, ich stecke in Stacheln fest. Oh, und man verliert direkt in meiner Energie. Du bist gleich tot. Nein. Ich muss das besser schaffen. Ah, ich möchte speichern. Ich mag ja diese Musik. Die Musik, auch wenn ich finde, sie wird diesem schweren Abschnitt fast gar nicht gerecht. Bisher ist es gar nicht so schwer. Ach so, na dann. Ja, es ist einfach springen. Es ist präzises Springen. Das ist ein bisschen... Das ist wieder so ein Würfel. Das ist so ein Würfel. Was guck für ein hier. Würfel? Wovon guck redest hier. Du? Es ist wieder einer der Würfel, die nach umleiten können. Okay. Der Umleitungswürfel. Ja, okay. Na, der guten Art Umleitungswürfel. Ja, das
ist nett. Das ich mag die hier. Erlaubt nette Rätsel. Sehr gut, das war ziemlich gut, würde ich sagen. Wir haben das Rätsel gelöst. Nein, warte. Hier. Das. Oh, wir werden eingesperrt. Ach. Oh nein, den hatten wir doch auch schon mal. Das war doch so einer von den der Gumo auch gerufen hatte. Und dieser hier hat keine Lust rauszuspringen. Der will einfach nur. Geheimattacke benutzt. Oh, jetzt kommt er da hinten an der Stelle raus. Ich habe die Geheimattacke auf ihn benutzt. Ja. Und du bist wieder frei. Sehr gut. Ja, ich mag so Minibosse. Hoppa. Okay. Ah. Sammel den hier ein. Dann sammle ich den ein. Ja, sehr gut. Und dann schaffe ich hier. Speichern ist immer gut. Die Portale sind cool. Uns fehlen noch zwei. Und hier sind ja auch die zwei. Ah, wo bin ich? Da unten. Und oben. Und hier. Sehr schön, dass du einen Erfolg freigeschaltet hast. 5 Doppelsprünge in Folge ausgeführt, ohne den Boden berührt zu haben. Sehr schön. Das ist beeindruckend. Ja, ihr Clip wird vorbereitet. Es war ja klar, dass du wieder irgendwelche Aufzeichnungen machst. Spielclip aufgezeichnet. Vielleicht passiert das ja automatisch. Ja. Ohne Fähigkeit. Tief aus dem Innern dieses Stammbaums höre ich Schreie des Entsetzens. Oh, nicht ne? Riem war agil. Er sprintete durch die Luft. Höre auf seine Stimme, denn er verbreitete die Weisheit. Oh. Zwei, der eine von dem Doppelsprung und der andere. Du hast das Stoßen erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du Y bei Laternen oder feindlichen Projektilen gedrückt halten und dann in die Richtung zielen, in die du losstürmen möchtest. Projektile werden in die entgegengesetzte Richtung umgelenkt. Oh, ich erinnere mich tatsächlich an diese Fähigkeit. Weil die ist cool. Das ist, glaube ich, eine der zentralen Fähigkeiten von Uri, weil man die eigentlich permanent braucht. Die ist einfach... Ich meine, brauch mal denn was. Ich meine, guck, hier ist ein Gegner. Du kannst deine Feinde stoßen. Nütze Y, um eine Richtung festzulegen. Ja genau, schmeiß den Gegner mal weg. Ja. Ja, das ist ein absolut zentrales Gameplay-Element von Uri. Und auch das, aber das ist tatsächlich auch schon wieder nicht einfach, weil man auch hier wieder so viel Timing an den Tag legen muss. Ich habe halt schon Übung, weil ich das Spiel halt schon mehrmals durchgespielt habe. Ja, das merkt man auch. Also ich wäre bei weitem nicht so schnell wie du. Ding geöffnet. Guck mal, auch hier jetzt, dass du versuchst, das Projektil da reinzulenken, dass du das so schnell geschnallt hast. Guter Schuss! Ja, manche Sachen weiß ich einfach noch, weil ich habe irgendwie viermal oder so durchgespielt. Ja. Und ein paar Mal davon war es sogar 100%. Und das ist eine Fähigkeit, mit der ich mich noch am besten auskenne, weil einfach die... Ja, so das ist ja gut, dass du das tust, weil wie gesagt, das ist eine der Fähigkeiten, die man auch am besten beherrschen muss, wo man wirklich das Timing überhaupt an den Tag legen muss. Und mit der man Mana kriegt.
Bob. Eigentlich haben wir das Spiel auf der Nintendo Switch gespielt. Das ist das erste Mal, dass ich es richtig auf der Xbox spiele eigentlich. Ja, ich finde schön, dass wir es auf der Xbox spielen. Weil, ich meine... Die Grafik ist halt ein bisschen besser. Genau. Also ist genau, wir haben da ja, glaube ich, schon mal drüber geredet. Es ist jetzt nicht so, dass die Grafik weltbewegend besser wäre. Aber es ist halt vor allem Auflösung und es läuft flüssiger. Hoppa. Aber es sah auch auf der Switch schon ziemlich gut aus, nicht wahr? Mhm. Hoppa, hoppa, hoppa und hopp, 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 hopp. Vielleicht schaffen wir den ganzen Gänsebaum heute. Das weiß ich nicht. Gibt es in diesem Level einen Bosskampf? Weißt du das noch? Keinen richtigen Boss im traditionellen Sinne, aber sowas in der Art ist aber, das kann man schnell machen, da der basiert eher auf Schnelligkeit. Es ist die Frage, wie umfangreich dieser Boss ist. Nee, das ist, nee, ich glaube, das geht noch. Wir sind doch nämlich jetzt gleich bei ihm und ich glaube, das wird gehen. Ich bin auch schon relativ geübt bei dem und... Na gut, na gut, na gut. Das Herz des Ginsubaums bewahrte das Element des Wassers einst sicher auf. Doch nun ist es verdorben, gänzlich verfault und verwest. Das klingt nicht gut. Nein, das klingt gar nicht gut. Aber wenn wir das sauber machen. Wir müssen ihm helfen, es heilen und den ganzen Schmutz beseitigen, indem wir den Verfall rückgängig machen, und zwar auf beiden Seiten. Ja, dann sollte alles doch gut gehen. Dann bringen wir hier und da und machen den Verfall mal weg. Ich erinnere mich, das hier ist eigentlich schon eine sehr schwere Stelle, wenn man muss hier die Projektile, die muss man einfach halt von hier lenken. Ja. Lenken. Mhm. Das hier ist eigentlich und eine. Und man wird auch noch beschossen und du musst präzise lenken, also das ist definitiv nicht ohne. Ja, das hier ist eine der schwersten Stellen im Spiel. Das ist locker eine der schwersten Stellen im Spiel. Boah. Ja, aber weil ich sie schon kannte, konnte ich sie jetzt schnell schaffen. Das war ziemlich gut. Ja, aber ich weiß, als ich es zum ersten Mal gemacht habe, hatte ich sicher viel mehr Versuche gebraucht und habe auch sicher viel mehr Schaden genommen. Da bin ich mir zu 200% sicher. Nicht zu 100, sondern zu 200. Müssen wir jetzt sowas auf der anderen Seite nochmal machen? Du hast ihn einfach in die Stacheln geschmissen. Ja, wieso nicht? Wieso nicht in die Stacheln schmeißen? Und der ist einfach reingesprungen. Der muss sich nicht verschmeißen. Nett von ihm. Die Spinne machst du absichtlich nicht platt, damit du die Projektile von ihr nutzen kannst, nicht wahr? Weil das ist praktisch. Und jetzt, ich hab sie mit dem Schuss. Ich glaube, ich hätte sie fast mit dem Schuss vom Frosch getroffen. Ich möchte sie mit dem Schuss vom Frosch treffen. Warum? Welchen Sinn hat das? Offensichtlich. Es ist lustig. Ah. Das war's. Ja. Guter Schuss. Und jetzt darf ich gleich den Frosch mit seinen eigenen Projektilen. Genau an der Seite doch vorbei. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich bin halt auch nicht schlecht. Okay, ich muss jetzt nur noch einen schaffen und zwar irgendwie das Ding da oben kriegen. Ich glaube, eigentlich sollte man hier auch einen... Ich wurde noch von allen zerquetscht, von allen Seiten. Jetzt müssen wir nochmal hier hoch. Naja,
Dieses Mal werde ich nicht versuchen, den Frosch zu töten. Die Spinne zu töten. Zumindest nicht auf diese Art. Mit dem Frosch. Ich werde nicht versuchen, die Spinne mit dem Frosch zu töten. Ich bin ja kein Spinner. Ich schaue dir gerade sehr fasziniert zu. Guter Schuss. Ah, ganz knapp. Ja. Boah, man muss hier so genau timen. Ah, es ist nicht leicht. Das hier ist eine schwierigere Stelle. Und ich und der Frosch hat mich genervt, deswegen habe ich wieder runtergeschubst. Du kannst ihn auch direkt gerade reinschießen, oder? Ja, das ist schwierig. Man hat halt nie viel Zeit. Normalerweise würde man ja auch vermuten, dass der so eine Kurve nach unten macht, aber macht er nicht. Der fliegt ziemlich gerade. Das war ein guter Schuss. Gut, jetzt kommt der Boss. Jetzt kommt... Es ist kein direkter Boss, aber... Es ist sowas Ähnliches. Jetzt kommt das Boss-ähnliche Ding. Aber davor... ringe ich noch nach unten... und heile mich. Oh ja, gute Idee. Richtiger Boss, aber es ist ähnlich. War sie der Boss von dem Dungeon hier, aber ich höre sein zu. Jetzt können wir das Element des Wassers wiederherstellen. Wenn wir diese Aufgabe erledigt haben, liegen noch zwei weitere vor uns. Vier Elemente. Wow. Das hier ist der Boss. Verstehe. Und bei einem Boss geht es um Geschwindigkeit. Wenn man Lauf das hat, um dein Leben, oh ja. Und das ist jetzt das ganze Wasser, das wieder durch den Baum flutet. Und dem muss man ausweichen. Das ist der Boss. Da muss man sehr stark die Fähigkeit benutzen, die man gerade gelernt hat. Boah. Ziemlich spektakulär. Ah, Mist. Und man muss wieder von unten anfangen. Ich hasse die Entwickler. Ich könnte noch wenigstens Checkpoints einbauen. Nein. Wenigstens ist es nicht so schlimm wie die eine Stelle aus Ori 2. Ja, da kommen wir irgendwann mal zu. Ja, aber... die eine Stelle aus Ori 2, die sind wir. Oh Gott. Kommt. Es ist halt so, wenn man sich einmal nur verklickt, dann ist man halt, muss man direkt wieder von unten anfangen. Später wird es halt auch eine Fähigkeit geben, die einem dabei schon helfen könnte dabei. Hätte ich die hier jetzt, die Fähigkeit, dann würde ich es viel schneller schaffen, weil... Guck mal, auch hier muss man immer warten, bis der Gegner erst geschossen hat. Schon wieder. Das ist echt schwer. Es ist echt schwer. Ja, aber ich glaube, ich schaffe es. Hab's hier schon öfters gemacht. Schmeiß den Gegner ins Wasser. Sehr gut. Oh. Und dieses Mal benutze ich nicht mal die Spinne mehr. Und ich bin direkt hoch. Oh.
hab das Ding einfach nicht benutzt. Den Gegner. Geht ja auch so. Wow. Ich glaube, jetzt habe ich den schwersten Teil geschafft. Das ist aber auch eine extrem fiese Stelle. Hüpfe, ich hüpfe. Ich wäre so sauer auf die Entwickler, wenn man jetzt nochmal, wenn man jetzt stirbt und dann nochmal alles von vorne machen müsste. Super! Geschafft! Als ich es zum ersten Mal gefühlt habe, hatte ich da irgendwie viel mehr Versuche gebraucht. Aber. Erfolg freigeschaltet, das war knapp, das kann man wohl sagen. Dem steigenden Wasser des Ginso-Baums entkommen. Donner, das ist kein gutes Zeichen. Oh oh. Eule. Eule ist da. Papa, Eule ist da. Ich glaube, sie ist sauer. Ja, weil das war ja die Eule, die alles kaputt gemacht hat. Ja. Oh, oh, oh. Nein, nicht. Eule, nein. Hör auf, Eule. Es war das Licht, das sie hasste, das Licht unserer Art. Doch Uris Güte sollte mein Kind ein weiteres Mal retten. Oh, er hat uns gerettet. Gumo. Danke, Gumo. Danke. Du bist nett, Gumo. Wir haben ihm das Leben gerettet, dafür rettet er uns das Leben. Uri, ich fürchtete schon, dich an Kuros Fänge des Hasses verloren zu haben. Aber Gumo hat dich gerettet und uns vor einem unbestimmten Schicksal bewahrt. Danke, Gumo. Das Wasser ist wieder sauber. Okay. Doch sieh her, der Ginso-Baum ist wieder hergestellt und Nibels Wasser ist wieder klar. Wir haben jedoch keine Zeit zu verlieren und müssen uns sputen. Das Element des Windes ist als nächstes dran. Es ruht tief in den Elendsruinen. Im Nebelforst gibt es einen Schlüssel, der die Tore dorthin öffnet. Ja, aber ich glaube, jetzt hören wir auch auf, weil die Folge ist auch schon sehr lang und... Genau. Wie es jetzt im Nebelforst weitergeht... Mhm. Und unser Weg dorthin, das seht ihr und wie in der nächsten Folge von Uri. Und wir können wieder schwimmen, das hast du gerade schon demonstriert. Ja, wir können schwimmen. Ich bin einfach ins Wasser gesprungen. Wunderbar. Ja, dann okay. Da freue ich mich schon drauf. In der nächsten Folge. Macht es gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.